hört sich so an, ob da welche im Gebäude drin sind. Vielleicht war das auch der Grund, warum sie die Disco aufgeben mussten. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass keiner da ist. Gehe ich mal zum Stift. Von hier aus haben wir eine richtig geile Aussicht. Jo. Kaffee muss sein. Und dann auf jeden Fall. Dann schenken wir gleich mal ein. Einmal für den Opa. Einmal für mich. Aber weder der Stefan noch ich wollen abbrechen. Hobby Dieri, servus, grüß euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ups, hier ist ein bisschen Pfütze. Ich bin heute wieder mit dem Stefan von Let's Urbex unterwegs. Wir haben heute unsere erste gemeinsame Overnight. Stefan hat mich ja besucht, werden ja einige schon mitbekommen haben. Und ich habe ihn natürlich eingeladen in ein wunderbares Hotel zum Übernachten. Und da sind wir jetzt auf dem Weg dorthin. Wir haben noch einen kleinen Fußmarsch und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, ihr werdet es ja bestimmt schon mitbekommen haben in meinem Vlog, dass die Tour, die ich mit dem Stefan gemacht habe, die Lost Place Tour, dass die ja so ein bisschen Schuss für den Ofen war. Charmhotel sind wir ja nicht mehr reingekommen und die andere Location, wo wir waren, war es auch ein bisschen kritisch. Deswegen sind wir, glaube ich, knapp 2 oder 3 Stunden eher hier als geplant. Deswegen ist es noch hell, aber das macht nichts. Dann können wir uns die Location einmal bei Tag anschauen und einmal bei Nacht. Hat auch was. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir innen schlafen oder auf dem Balkon. Kann man jetzt bei dem Wetter auch machen. Wird wahrscheinlich eine mega interessante Nacht. Grillen, zirpen hier, essen was Feines. Ich habe auch extra für den Stefan Chili Sin Carne gemacht, beziehungsweise meine Frau ist gemacht. Wollte gerade sagen. veganes Hack ist drin. Und ja, mal schauen, ob es den Stefan schmeckt. Jetzt gerade ein Auto. Das hört sich so an, ob da welche im Gebäude drin sind. Oder es kann sein, dass da Wanderer gerade lang gehen. Ja, irgendwie lassen wir uns überraschen. Irgendwie höre ich auch gerade Stimmen. Ja. Aber so, was man hier auch wieder sieht, die ganzen Fensterscheiben sind eingeschlagen. Ja, das ist halt das Traurige, dass solche Location immer so leiden müssen, weil irgendwelche Dödel kommen und alles kaputt schlagen müssen. Aber tatsächlich, da ist eine Tür auf. Oh ja, aber da brauchen wir erstmal eine Lampe. Ja. Okay. Hier ist die Bar. Genau, hier ist der Haupteingang gewesen. Also von der Disco. Hier hängen sogar immer noch die Lampen. Gut, die Holzdecke ist runtergefallen. Hier ist ja die Tanzfläche. Und hier war ja oder ist immer noch Schimmel des Todes, wenn das nicht sogar ein Hausschwamm ist. Aber der ist gar nicht größer geworden. Der ist immer noch gleich geblieben. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das Hausschwamm ist, aber es könnte auch ein Hausschwamm sein. Vielleicht war das auch der Grund, warum sie die Disco aufgeben mussten. Weiß ich gar nicht. Ja. Ich glaube, ich habe gerade oben jemanden gehört. Oben? Ja. Das waren wie Fußschritte, auf wo jemand lang geht. Okay. Boah. Stefan hat wahrscheinlich gerade jemanden gehört, dass hier einer im Haus ist. Was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist, dass hier andere Werbexer oder... Ups. Oder auch Randalierer sind. Der Monitor ist immer noch da. Den hat noch keiner weg. Und hier seht ihr,
Hier tropft immer noch das Wasser von oben runter. Man sieht es auch auf dem Boden, die ganzen großen Löcher hier, das sind alles Wassertropfen. Und hier sieht man auch, hier ist alles nass. Und wir sind halt hier im Erdgeschoss und haben noch zwei Stockwerke und den Dachgeschoss über uns. Und hier tropft das Wasser. Es ist Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal schon schauen. Weil der Stefan gemeint hat, er hat jemanden gehört. Während der Stefan sich die Location jetzt da hinten mal anschaut. Schau ich jetzt mal schnell nach oben. Machen wir mal kurz das Licht aus. Ob hier oben welche sind oder ob wir alleine sind. Also bis jetzt höre ich nichts. Ich glaube, dass keiner da ist. Gehe ich mal zum Stück. Ja, man hört hier so viel. Man hört hier Tropfen, man hört hier Autos fahren, man hört hier Vögel zwitschern. Das Problem ist ja, dass wir hier eine Overnight machen wollen. Und wenn wir jetzt schon hier sind und andere sind auch noch da und die sehen uns quasi mit unseren Rucksäcken, dann könnte ich die ja auch eins und eins zusammenzählen und wissen, dass wir hier eine Overnight machen wollen. Dann werden wir sie unter Umständen gar nicht mehr los. Hallo? Können, ja ganz liebe, nette Jungs sein und Mädels, aber wir wollen halt unsere Ruhe haben. Der ganze Flur entlang und alle Türen sind fast auf. Ja, vor allem muss ich die Türen mal anschauen, die sind mal einfach zwischen 10 und 15 cm dick. Also ich weiß nicht, welches Krankenhaus solche dicke Türen braucht. Hey, wieso haben die denn solche dicke Türen eingebaut für ein Krankenhaus? Ja, weil solche Türen hast du eigentlich nur dann, wenn du einen Schallschutz hast, einen besonderen. Die Türen sind eher so wie von einer Kühlkammer. Ja. Ja, hier ist der schöne Balkon. Und genau, wenn wir noch eine Stufe höher kommen, ist der Ausblick noch schöner. Oh, herrlich, wa? Hier eine Overnight, schön nachher Kaffee trinken. Genau. Und dann aufwachen. Okay, jetzt sind wir eine Etage höher, jetzt sind wir quasi ganz oben. Und komischerweise fehlen hier überall komplett die Türen. Hier sind gar keine Türen. Unten sind alle Türen auf. Und hier sind irgendwie mal gar keine Türen mehr da. Seltsam. Also hier sind aber überall die Fenster. Wo mir das letzte Mal hier war, war es ja Winter. Es hat irgendwie so 3 Grad plus gehabt. Aber hier hat der Wind durchgepfiffen ohne Ende. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie, wo wir unsere Nachtlager hier aufbauen. Dass wir natürlich auch dementsprechend ein bisschen geschützt sind. So, von hier aus, oh, wenn ich durch die Tür komme. Von hier aus haben wir eine richtig geile Aussicht. Einer so. Wo hier liegen auch ganz viele Gasscherben. Jetzt wollen wir eigentlich für unsere Sicherheit ein bisschen sorgen, dass wir da vielleicht noch eine Tür haben, die wir hier vorstellen können. Aber hier sind ja nur diese fetten Türen. Also, da hinten liegt ja so eine, aber die ist mordsschwer. Die schaffen wir zur Zeit nicht mal, dass wir die tragen können. Aber hier gibt es keine dünneren Türen. Und oben sind keine Türen mehr. Also müssen wir uns da Türen... Hier stehen 2 Türen. Einmal vom Bad und einmal vom Klo. Ich habe eine Tür. Der Uropa trägt eine operne Tür ins Haus. Ja komm, ich trage so eine Tür hier rein. Also so, wirklich. Ja, okay, alles klar. Dass du wieder leichte Türen nimmst. Hier vor. Das ist
hören wir ja, wenn das jemand rumschmeißt. Die muss er rumschmeißen, falls wir wirklich Besuch kommen. Wenn dann der eine oder andere sich hier verirrt, weil er gerade da ist, habe ich doch einen besseren Schlaf, wenn da eine Tür ist und ich weiß, dass der nicht so leicht reinkommt oder der Stefan dann wach wird, wenn einer kommt. Ah, ich habe eigentlich ein Ohr immer für sowas. Weil ich werde eh nicht wach. Willst du die draußen abstellen? Ja. Den habe ich ja gar nicht. Achso, du hast ja alles ausgefegt. Okay, wo schläfst dann du? Stefan hat hier gerade seinen Handbesen gefunden. Mega geil. Haben jetzt den Boden hier ein bisschen sauber gemacht. Beziehungsweise der Stefan hat den Boden hier sauber gemacht. Ich tue jetzt einfach nur so fürs Video hier so ein bisschen ja, machen. Genau. Dass es so ausschaut, dass ich auch was getan hätte. Ja, geschummelt. Achso, scheiße, ich muss die Kamera hier oben drehen, damit ihr seht, dass ich das mit dem Besen war. Also, das darf meine Frau jetzt gar nicht sehen, weil sonst muss ich es daheim auch machen. Nee, hier haben wir jetzt so ein bisschen kleinen Platz und es wird auch schon langsam dunkel. Da hinten geht die Sonne unter. Geil. Da ist richtig rot hinten. Ja. Genau, und dann machen wir noch ein bisschen was zum Essen, trinken wir noch ein Käffchen. Oh ja, Kaffee. Jo. Kaffee muss sein. Und dann, auf jeden Fall, Kaffee muss immer sein. Mal schauen. Ich tropft schon wieder. Hier ist nämlich das Dach ein bisschen undicht. Aber es ist chilliger als du mit Daniel im Raum auf dieser ekligen Matratze. Muss ich ja mal sagen, ne? Ich fand's angenehm, also. Na gut, ihr wart im Winter, glaube ich, hier, ne? Wir waren im Winter hier, es hat 3 Grad plus gehabt. Okay. Es lag am nächsten Tag auch Schnee, war richtig kalt. Also okay, das ist richtig geil. Und dann hier auf dem Balkon. Ja, das, also die Optik war geil, weil es war alles weiß. Es war am Abend so wie jetzt, also alles grün. Ja. Und wo wir dann in der Früh aufgewacht sind, war hier alles weiß. Die Bäume waren weiß, alles. Boah, geil. War mega. Ich habe auch schon mal bei minus 7 Grad geschlafen. Das war auch schon extrem. Oben auf dem Dach. Dachte, ich bin festgefroren, so war ich. Wie so Klettverschluss, weißt du? Nee, so kalt geschlafen haben wir noch gar nicht. Also das Kälteste war wirklich hier. Sonst haben wir es eigentlich immer nur im Sommer eine Overnight gemacht. Aber dass es so richtig kalt war, eigentlich ist das erste Mal hier, auch schon wieder 2 Jahre her. Ich habe was vergessen, wenn wir eine Overnight machen. Das war ja bei Felix und mir immer so. Das mache ich bei dir natürlich auch. Kommt unsere oder meine Overnight-Lampe natürlich im roten Modus. Genau. Die muss sein. Ich bin natürlich ein Romantiker. Ich habe nämlich schönes Kerzenlicht. Bei mir schaut es aus, wie wenn eine Kerze brennt. Hast du einen Kamin mitgebracht? Deswegen war der Rucksack so schwer. Genau. Die macht 230 Grad. Ah, schön ernst, ey. Lecker Banane. Kaffee. Also andersrum. Und ja. Alter, sag ich doch. Du hast die ganze Küche geplündert, oder? Ja, das hat mir alles meine Frau gegeben. Ich kann ja nicht dafür. Die sorgt sich halt so um mich. So. Jetzt ist der Rucksack eigentlich leer. Okay, ich habe nur eine Tüte mit Kaffee. Und zum Frühstück gibt es morgen noch eine Banane. Und ich werde heute hier noch mein Tactical Food Pack essen. Einfach was darauf geben. Heute gibt es hier Reiscurry mit Hähnchen, aber weil deine Frau so viel gemacht hat, schöne Grüße an Sabrina. Sabine, ich sag's immer falsch, ne? Immer. Meine Tochter heißt so, egal. Ah, okay. Und ja, bin mal gespannt, wie das schmeckt. Solange du den Namen falsch sagst und nicht ich, ist alles in Ordnung. So, jetzt haben wir hier einmal das Wasser. Oh, kocht schon. Oh, jetzt wo ich gerade filmen wollte. Jetzt kocht das Wasser, dann schenken wir gleich mal einmal für den Opa. Danke fürs. Ah, scheiße, der Griff, ich habe den Griff dran gelassen, der ist scheiße heiß.
einmal für mich. Und dann stellen wir gleich das Chili drauf. Machen den Griff einmal kurz ab, weil der Schwein heiß wird. So, und dann. Kaffee ist fertig. Prost, Dirk. Prost, Opa. Jo, lass dir schmecken. Oh, ist noch gut heiß. Mm. Oh, lecker, wa? Mm. Schönen Kaffee am Abend. Dann Chili con Carne noch. 3-in-1-Klassik mit Karamell. Mm. Was der Opa nicht mag. Genau, du 3-in-1, ich meine Krönung. Gib mir die letzte Dröhnung. Ah, ich muss sie umrennen. Verdammt. Das ist schnell heiß. Sieht gut aus, gell? Ja. Naja, ohne Fleisch, ob jetzt Fleisch drin ist oder nicht. Also. Es ist Fleisch drin. Echt? Also es ist Biofleisch oder was? Es ist veganes Hack drin. Ey, da ist alles drin. Da sind weiße Bohnen, da sind rote Bohnen oder schwarze Bohnen, wie man die nennt. Da ist Mais, es ist Paprika, veganes Hack. Oh, ja, wie gesagt, Chili con Carne ohne Fleisch halt. Ja, deswegen heißt der Chili Sin Carne. Ja, Sin Carne, genau. Ja, ich wäre soweit. Essen ist auch fertig, dann hauen wir einen Schlag. Genau. Ah, wow. Schon wieder Haare vom Ja, schon wieder Haare weg. So, schön 50-50 machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das 50-50 war, aber war schon, passt schon. Jo, lass es dir schmecken. So, ihr werdet es jetzt erleben. Dann mal guten Appetit. Ne? Stefan isst das erste Mal in seinem Leben veganes Hackfleisch. Nee, ich habe schon mal vegan gegessen. Meistens war nicht so ganz so mein Fall, aber jetzt. Ach. Einfach runterschlucken. Bei mir muss überall Mais rein. Aber einen großen Lob an deine Frau. Schmeckt geil. Mhm. Oh, lecker. Gut, dass du doch die 2 Tupperdosen mitgenommen hast. Aber jetzt auch schön was Warmes im Magen. Ist immer gut. Mhm. Und den Kaffee natürlich. So, ich nehme mal die Lampe. Ich weiß nicht, ob du mich siehst. Ist sie dunkel? Ich sitze hier auf meinem... Das ist übrigens der Hocker von meiner Frau. Meine Frau hat den Hocker haben wollen und ich dachte mir, den leih ich mir einfach, der ist total cool, den kann man auch Höhen verstellen und so. Wir haben jetzt hier unseren Essenstisch ein bisschen aufgeräumt und machen jetzt gerade noch den zweiten Kaffee. Ja, und dann geht es auch schon fast ins Eingemachte und dann gehen wir ins Bett. Und bis jetzt ist es eigentlich relativ ruhig. Und wenn ich aber ins Bett gehe, beziehungsweise mich im Schlafsack reinkuscheln, melde ich mich nochmal kurz. Also das Ding ist eben, da ist auch ein ganz großer Parkplatz und da vorne ist eine Bank und ein Stein und ich glaube, daher kommen jetzt die Stimmen. Und das Wasser tropft gerade von oben runter, schön in meinen Nacken rein. Ja. Draußen ist nichts. Ne? Ja. Hast du was gesehen auf dem Parkplatz? Kann man da hingucken? Da kann man rausschauen, ne?
So, ich mache jetzt noch mal ein kleines Status-Update. Steffen noch nicht mehr, wir haben es erstmal beschlossen. Wir machen uns jetzt noch mal einen Kaffee. Weil wir stehen ja jetzt doch schon über eine Stunde hier an dem Balkon und schauen immer raus. Da kommen immer pausenlos, kommen da irgendwelche Autos. Und manchmal haben wir auch so den Eindruck, wie wenn da manchmal einer mit der Taschenlampe leuchten würde. Und wir jetzt echt so stark dabei sind, dass wir abbrechen wollen. Ich kann jetzt euch das leider nicht dauernd zeigen, weil sonst leuchte ich dir mit der Taschenlampe raus. Aber weder der Stefan noch ich wollen abbrechen. Und jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Vielleicht werden wir dann so müde, dass wir dann in den Schlafsack fallen. Aber die Situation hier momentan ist echt. Du weißt nicht, kommt da jemand, schleicht da einer rein oder was auch immer. Es ist total komisch hier. Aber wenn wir jetzt die ganze Nacht nicht schlafen können, ist auch doof, weil wir haben ja vor, dass wir ja morgen noch eine Lost Place Tour machen. Und wenn wir dann morgen heute Nacht nicht schlafen und morgen dann den ganzen Tag im Arsch sind, ist auch doof. Also deswegen jetzt erstmal Kaffee trinken und dann schauen wir weiter. Ach, keine Ahnung, ob es vom Licht her geht, aber Kaffee ist fertig. Prost, Opa. Prost, Opa. Jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee. Ja, und wenn wir den getrunken haben, dann versuchen wir echt mal zum Schlafen. Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht schaffen wir es ja dann, dass wir zumindest 3 Stunden schlafen können. Keine Ahnung. Aber jetzt erstmal Kaffee. Mein Gott, ihr seht jetzt nichts. Ihr hört es mir nur mit der GoPro. Also ich kann mal kurz, da oben ist der Mond. Aber ihr werdet jetzt nichts sehen. Wir haben jetzt hier echt, also keine Ahnung, ich glaube mal nicht, dass es im Bayerischen Wald Wölfe gibt. Aber wir haben jetzt irgendwie sowas ähnliches wie einen Wolfschrei gehört. Und danach, wie wenn so zwei Hunde raufen. Jetzt ist es gerade wieder leise, jetzt haben wir wieder nichts. Aber wir haben doch keine Wölfe im Bayerischen Wald, oder? Ey. Alter, das war aber krass, oder? Alter Vater, ich habe mich ja auf ein Abenteuer mit dem Stefan eingelassen. Aber das ist ja Abenteuer heute. Erst kommen wir in keine Location rein. Da hörst du was? Der heult doch wieder, oder? Ja, der heult wieder. Ey, das ist ein Wolf. Ja, da keine Wölfe bei. Haben wir in mir bei schon mal Wölfe? Ja. Und dann war ich hier im Steine zweimal. Klack, 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 klack. Ne? Mhm. Und dann auf einmal. Genau. So Hunde knurren. Alter, was läuft hier ab? Chef, wir werden jetzt wirklich... Wir werden jetzt da zu Fuß runter und die kommen auf uns zu. Dann sind wir hier oben ja nur sicherer. Ich muss jetzt googeln, ob es im Bayerischen Wald Wölfe gibt. Wir scheißen euch echt nicht an. Es war hier echt wie ein Wolfsgeheul und zwei knurrende Hunde. Da. Immer noch. Wieder. Wieder. Das müssen zwei Wölfe sein, die sich gegenseitig an. Wie machen denn Wildschweine, wenn die kämpfen? Ah, stimmt, könnte auch. Ja, Wildschweine machen die nicht so ein bisschen. Keine Ahnung. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Wildschwein auch. Ja, aber wir haben ja... Aber wir haben ja genau, wir haben ja das Wolfsheulen gehört. Habt ihr das gehört? Oh, ey, das muss ich mit dem Handy aufnehmen, das hört man nicht auf der Action Cam. Okay. Ey, krass, oder? Man hört auch jetzt irgendwie so... Alter, das hört sich an wie ein Tiger. Wie wenn so Hunde raufen, mit so einem Hundeknurren. Aber Gott verdammt, jedes Mal, wenn dieses Geräusch ist, fährt dahinter auch ein scheiß Auto. Ist immer noch zu hören da, ne?
Man hört es immer noch. Also ich nehme es mit dem Handy auf, weil über die GoPro, glaube ich, hört man es nicht. Scheiße, wäre der Baum jetzt hier nicht. Ja. Alter, die flochen sich richtig an, ey. Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie Wildschweine machen, wenn die raufen. Aber... Ich habe ein Wildschwein ehrlich gesagt auch noch nicht so gehört. Ich weiß auch nicht, ob ein Wildschwein irgendwie so... macht. Gut, dass wir noch wach geblieben sind. Ja. Man kommt nicht mal zum Kaffee trinken hier. Wahnsinn, ja, wie der Kaffee kalt hier. Also ich weiß, dass Rehe... Das Party, mhm. Da immer Partymusik. Jetzt haben sie aufgehört, ne? Nee. Entweder raufen da Hunde und ein Hund jault. Oder es wollen uns welche verarschen. Vielleicht ist so ein Bluetooth, so eine Bluetooth-Box und haben da Wölfe. Kommt der Daniel uns doch besuchen? Will uns doch noch pranken? Wenn der Daniel kommt und uns prankt, ja, kündige ich ihm Freundschaft. Es ist Ruhe. Jetzt hört man wieder die Partymusik. Haben wir ja noch Glück und es läuft gleich einer hier vorbei. Die Katze haben wir auch schon gesehen. Katze haben wir auch schon gesehen, ja. Ey, darauf erstmal einen Schluck Kaffee, Alter. Genau. Das ist ja schön. Ja, abgefahren hier. Vielleicht war das ja ein Wolf, der auf ein Wildschwein getroffen ist. Oder so. Oh, meine Taschenlampe, die... Das ist eine Olight, oder? Ja. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich in Google nachgeschaut und wir haben hier im Landkreis Regen, wo wir uns jetzt gerade aktuell aufhalten, soll es tatsächlich Wölfe geben. Also du könntest gerne mal in Google nachschauen, brauchst du bloß eingeben, was habe ich oben eingegeben, Bayerischer Wald, Wölfe. Da steht, dass hier im Landkreis Regen in freier Wildbahn ein Wolf rumläuft. Da sind wir ja schon fast froh, dass wir doch keinen Abbruch gemacht haben. Weil wir weit durch den Wald zurücklaufen müssen, nicht, dass der uns dann über den Weg laufen wird. Also das ist immer eine Overnight der ganz anderen. Also sowas habe ich ja noch nie gehabt. Nee, ich auch nicht. Absolut nicht. Jetzt kann ich nicht schlafen, weil hier permanent ein Auto kommt. Jetzt kann ich nicht schlafen, weil da draußen ein Wolf läuft. So einen Waschbär hatten wir schon gehabt, ne? Der so auf der Location rumläuft. Aber ein Wolf? Ein Wolf habe ich bisher noch keinen gehört, gesehen, sonst irgendwas. Ah, da habe ich erstmal einen Kaffee. Ey, mir geht gerade die Pumpe. Da will uns jemand Angst machen, oder? Naja, aber das ist uns machen, wir weiß ich nicht, aber... Ich mag da jetzt auch nicht hinterleuchten wieder, weil... So laut, wie das gerade war. Also so laut, wie das Grölen jetzt war, war das kein Tier. Nein. Aber es weiß ja keiner, dass wir hier sind. Es wissen schon ein paar, aber keiner, der uns jetzt irgendwie hier so foppen könnte. Witzig! 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 Jetzt kannst du rauskommen! War lustig, haha! Wer ist das? Der Daniel ist es nicht. Kommst du raus? Mit deiner Bluetooth-Box? Ganz witzig. Ah, Junge, 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 Junge. So, komm her jetzt. Spaß ist vorbei. Jetzt war das ein bisschen affig.
Das erste war noch. Das erste war noch lustig. War noch erst gemeint, ja, aber das Babygeschrei. Das erste war noch. Ist es Daniel? Daniel? Komm her! Aber gut gemacht, ne? Also das erste mit dem Wolf und so. Und ich google extra noch ein YouTube. Google noch ein YouTube. Oh, ich google Mann, extra ey. Noch. Wer will uns denn hier pranken? Wer weiß denn davon? Du, nur Daniel oder nicht? Meine Frau und Daniel. Ja. Meine Frau kommt hier nicht, aber die kann gar nicht, weil ich das Auto habe. Das kann ja sein, dass jemand auch mein Auto oben gesehen hat und dann sich jetzt hier einen Spaß erlaubt. Ruf Daniel doch mal an, vielleicht geht er sein Handy an. Mach mal Licht aus. Okay, wir legen uns schlafen. Gute Nacht. Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt gerade bin, was ich euch alles gesagt habe. Aber wir haben ja jetzt dieses Kindergeschrei gehört und das war definitiv kein echtes Kindergeschrei. Davor war auch nur so ein komisches Hundeknurren. Aber ziemlich nah und wir vermuten mal, dass jetzt einer hier am Parkplatz ist. Der Stefan geht davon aus, dass jemand sein Auto gesehen hat und der uns jetzt wahrscheinlich pranken will. Und irgendwie haben wir so das Gefühl, dass hier auch im Haus schon einer drin ist und rumläuft. Und wir werden auf jeden Fall jetzt hier die Siegel streichen und sehen uns dann gleich nochmal draußen. Wolf? Welcher Wolf? Nee, warst du auch, ne? Aber gut gemacht. Also das mit dem Wolf hat gut funktioniert, ne? Das mit dem Wolf hat gut funktioniert. Das habe ich mir dann auch gedacht. Oh geil, krass. Ja, der Schneider eins zu viel, oder? Wir haben echt dran geglaubt. Soll ich jetzt nicht rein? Sagen wir da nicht. Okay. Wolltest du jetzt hier auch schlafen, oder was? Nee, tatsächlich bin ich nur vorbeigekommen, um euch zu erschrecken. Also ich hätte ja meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass es du nicht bist. Du bist so ein Verräterschwein. Und wir haben uns schon Gedanken gemacht. Ich dachte vielleicht ein Zuschauer, dass er mein Auto gesehen hat und jetzt hier rumschleicht. Die Frage ist sowieso, wo parkst du hier? Du Drecksau, wo hast du eigentlich dein Handy? Ich hab dir schon lange geantwortet. Nein, weil du laut Snapchat einfach nur bei dir daheim bist. Ja doch, gell. Du Arschloch, du. Ja, wie kommt das mit Snapchat hin? Weil ihr war doch hier zu Hause. Ja, wahrscheinlich wird er es in Snapchat ausgeschalten haben. Nee, in Snapchat war ich noch gar nicht drin. In WhatsApp habe ich dir geschrieben. In WhatsApp hast du mir geschrieben. Ja, aber laut Snapchat warst du zu Hause. Ja. Okay. Seitdem nicht mehr in Snapchat. Ach so. Er hat Snapchat gar nicht mehr in Benutzung. Deswegen ist er immer noch zu Hause eingeloggt oder was? Du Ratte, du. Ich kenne mich mit Snapchat nicht aus. Servus. Naja, die Tour war leider ein Flop, aber hört sich ja schon mal gut an. Na, wie war's? Bei euch bisher hast relativ wenig Storys gepostet. Zentral, dass man sich auch nicht merkt. Okay, alles klar. Jetzt haben wir eigentlich gedacht, du kommst doch hier ins Gebäude rein und willst uns erschrecken oder so. Das habe ich mir auch gedacht, aber das Problem war, ich habe hier nirgendwo was gefunden, wo ich rein kann. Das habe ich dir gesagt. Wenn er kommen will, er findet den Eingang nicht, weil da gibt es auch nur eine Tür. Und die haben ja wir so mit Ach und Krach gefunden. Ganz vorne, oder? Ganz vorne. Ja, ich bin da vorgestanden, habe mich nicht getraut, Licht anzumachen, weil ich mir gedacht habe, scheiße. Was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung. Ja, wir erstmal blenden hier. Ja. Jetzt haben wir gerade alles zusammenpackt, du Arsch. Echt zusammenpackt? Ja, freilich. Ja. Alter. Wir stehen seit 2 Stunden hier, weil hier permanent Autos kommen. Überall knackst, überall klopft irgendwas. Warte, wie spät ist denn eigentlich? Halb eins gleich. Na, eins ist schon. Ah ja, dann bin ich seit 2 Stunden hier. Echt jetzt? Du bist schon seit 2 Stunden hier? Habe ich doch gesagt, hier läuft einer rum mit Taschenlampe. Wir haben die ganze Zeit Taschenlampenlicht gesehen und... Oh mein Gott, ey. Seit um Viertel nach 9 stehen wir hier am Balkon und wissen nicht, brechen wir ab, brechen wir nicht ab, machen wir weiter. Ey, 2 Stunden. Aber Respekt, dass du hier so rumläufst. Respekt. Jetzt zum Schluss habe ich mir gedacht, ich stelle mich daher. Und dann habe ich aber gesehen, dass du mich gesehen hast. Ja, weil wir haben ja schon geleuchtet hier hin und her und alles. Aber ich war schon lange wieder auf dem Parkplatz. Dann warst du schon wieder weg.
Aber nach dem Wolf, da war einmal so ein ganz komisches Geräusch und da habe ich gedacht, da habe ich schon zu dir gesagt, ne, eine Bluetooth-Box, das hört sich an wie eine Bluetooth-Box. Und dann kam dieses sehr laute Tiger-Geräusch. Gibt's hier einen Tiger? Und ja, da, vor allen Dingen so ein Kindergeschrei dann. Ja, danach erst, ne? Danach aber kam das der erst. Der Tiger, ja. Da habe ich echt schon ein bisschen so gezittert, ne? So erst, und da habe ich mir sofort gedacht, Bluetooth-Box. Du Sack, ey. Da war er doch dahin, siehst du? Ich da warst gesagt, du doch da unten, ja, haben wir dich doch gesehen. Sag ich doch. Ey, was? Bist du gut? Ja, ne? Ja, Opa, Overnight, ich, ne? Ich habe immer ein Ohr dafür. Ja, du bist schon öfters geprankt worden. Ich bin schon Overnight-Profi. Ich das erste Mal, ja? Ich mache ja das erste Mal eine Overnight ohne dich, du Arsch. Stimmt. Wahnsinn. Gut, aber es konnte ja wirklich nur der Daniel sein, eigentlich. Ich hab's mir eigentlich schon gedacht. Der Stefan, hat von Anfang an gesagt, der Daniel. Nein, der kommt doch nicht auf die Idee, der muss doch arbeiten morgen. Ich habe unten im Gebäude schon gesagt, will Daniel uns heute pranken? Der kommt bestimmt noch vorbei, wetten wir? Ja, genau. Siehst genau. Hast du einfach recht gehabt. Hättest du mal auf Opa gehört. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja unglaublich. Okay, ich würde sagen, wir packen jetzt Sachen zusammen, sammeln den Daniel ein und dann werden wir beim Auto noch einen Kaffee trinken. Genau, machen wir so. Machen wir so. Wir sehen uns gleich draußen. Du Sack doch. Also das ist Ihnen echt gut gelungen. Doch. Also hätte ich ja niemals gerechnet damit. Ich auch nicht. Also wohl so ein bisschen hatte ich die Ahnung schon gehabt. So. Du hast dachte, die Ahnung schon ich gehabt? Ich habe jetzt gedacht, dass ihr doch so ein Spiel macht. So. Weil du warst einmal so kurz verschwunden. Du hast so einen bestimmten Raum gesucht zum Schlafen. Da habe ich gedacht, dass Daniel vielleicht nachher Bescheid weiß, wo er hingehen muss. Ach so, nee. Habe ich erst so gedacht, aber... Überhaupt, ich habe davon gar nichts gewusst. Aber wo ich den Wolf gehört habe, das täuscht echt. Der und Wolf... Ja, war täuschend echt. Und ja. Dann google ich noch und da steht in Google auch da drin, dass es hier im Landkreis regnet. Aber schade, dass ich habe das, glaube ich, gar nicht mit auf der Kamera, aber das können wir gleich nochmal abspielen, was er da für ein Geräusch gemacht hat. Ja, genau. ja, gut. Aber das hätte auch wirklich ein Zuschauer sein können, ne, der mein Auto sieht und dann vielleicht uns auch. Ja, naja, gut, jetzt packen wir zusammen. Scheiße, ey. Naja, wir haben hier schon alles zusammengehört. Hier liegt nur noch die Isomatte am Boden. Der Rest ist schon im Rucksack. Ich packe das jetzt nicht nochmal aus. Ich denke mal, wir packen jetzt zusammen, gehen ins Auto, trinken mit dem Daniel noch einen Kaffee und dann legen wir uns ins Auto, weil wir müssen ja irgendwann mal schlafen. Wir haben ja morgen noch eine anstrengende Tour vor uns. Ich habe das auch mal gemacht, so ein Prank. Ja, genau, habe ich auch mal gemacht. Hier ist er, der Verräter. Hallo. Wegen dem wir jetzt unsere... Ja, jetzt sind wir dem Blutzesting. Also ohne Spaß, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Wo ich immer noch zu ihm sagte, der Daniel, nein, der macht es nicht. So gut kenne ich dich also. Dann kann quasi, ich nichts dafür. Quasi gar nicht. Richtig. Ja, Wahnsinn. So, wo geht's hier eigentlich raus? Sein Weg, ne? Opa weiß nicht mehr, wer, wo es rausgeht. Da kommt, dass ich mitgegangen bin jetzt. Ja, genau. Daniel fühlt dich sicher raus mit deinem dicken Sack da. Mit deiner Küche und deiner Stufe. Ja, ich habe alles dabei, was du so brauchst. Ich habe gesehen, was du alles dabei hast. Okay, wir hätten jetzt auch hier weiter schlafen können, aber... Kriegen wir Daniel jetzt noch einen Kaffee oder? Und dann könntest du wieder hoch und dann wieder aufbauen. Genau, dann bauen wir wieder auf. Nee, wir gehen jetzt mit dir, weil wir haben jetzt auch 1,5 Kilometer bis zum Auto. Ja, diese scheiß Tür war auf. Wir haben auch, wir müssen auch einmal rund um. Hier bin ich gestanden. Hier, an der Ecke. Hier bin ich gestanden. Hier. Und hab mir schon gedacht, ist da offen? Aber ich habe mich nicht getraut, Taschenlampe anzumachen. Ich dachte, ob da oben Satz und schaut's gerade runter oder so. Und ich dachte mir immer noch, mein Gott, ist der Stefan paranoid, da ist keiner, ich sehe keinen. Da war jetzt da doch einer. Ja, wo packst du denn jetzt? Da hinten ist ein Parkplatz. Ach, ganz hinten? Ja, dann hab haben ich wir doch... ja so gar nicht zahlen müssen für. Okay, dann ja, habe ich doch Kennzeichen gesehen. Ich packe beim Golfplatz, weil ich mir gedacht habe, da kann ich jetzt nicht parken. Aber jetzt wollen wir mal was nachgucken. Hier waren nämlich vorhin aber trotzdem Autos gewesen. Ja, ein Auto ist vorne gestanden. Das ist da, wo ich gekommen bin. Das waren so Jugendliche, die haben da irgendwie... Aber ja, die müssen aber hierher gefahren sein. Ach so. Ja, irgendjemand ist hier gestanden. Ja. Ja, weil da haben wir ein paar Mal Autos fahren. Also hier ging's ja, hier geht's ja zu wie am Bahnhof. Obwohl die Straße gesperrt ist. Ja, genau. Aber die ist ja erst in 5 Kilometern gesperrt. Guck mal, die müssten noch hier geparkt haben. Ja. Die müssen auf jeden Fall hier gegangen sein, weil das ist die einzige Stelle... Ja. Wo mir sie hätte sehen können. Weil der Bauzaun ist ja... Deswegen habe ich da extra noch
WhatsApp geschrieben, weil mir gedacht habe, ich schreibe jetzt mal WhatsApp, wie seine Tour war, weil es war ja gar nichts. Wir haben hier Abenteuer des Lebens. Mann. Ja, der Daniel hat natürlich ganz woanders geparkt. Der holt jetzt sein Auto. Wir müssen jetzt auch knapp 1,5 Kilometer zu unserem Auto. Aber genau in die andere Richtung musste Daniel auch zu Fuß. Also werden wir wahrscheinlich zur gleichen Zeit dann am Parkplatz sein. Aber ich meine, das ist aber auch kein Scherz. Es gibt wirklich hier Wölfe. Also Dirk hat ja vorhin gegoogelt. Ja genau, ich habe ja durchgegoogelt, dass hier Wölfe laufen. Und wir laufen jetzt auch durch den Wald zum Parkplatz. Und hoffentlich ist der Wolf da nicht mehr da. Ich hoffe auch. Oh, noch schön warm. Ich laufe noch mit kurzer Hose rum. Ja. Wie spät haben wir es? 1 Uhr? Wir haben es. Ich habe keine Ahnung. Meine Uhr ist aus. Halb zwei dürfte es sein jetzt. Halb zwei schon? Boah. Achso, warte mal. Ich habe ja auch mein Handy hier. Ja, aber um eins hast du einen Daniel unten stehen sehen. Und bis wir jetzt hier runter wandern und so. Nee, das ist 12 nach 1. Viertel nach 1. Ja, Viertel nach 1 ist jetzt, ja. Warum habt ihr jetzt nochmal hier geguckt? Weil ich gerne einen Waldspaziergang machen wollte. Damit uns hier eine Pranker wie du uns nicht finden. Hätten wir schon geschlafen, dann hättest du wahrscheinlich mir gar nicht vermutet, dass wir da sind. Nee, tatsächlich nicht, das stimmt. Genau. Deswegen habe ich mich beeilt, dass ich um 11 da bin. Aber wir konnten ja nicht schlafen, weil er schon seit Viertel nach 9 hängen wir mir an dem Balkon. Weil immer irgendeiner durchgegangen ist oder durchgefahren ist. Alter, und dann ist tatsächlich einer da. Ja, Wahnsinn. Ich habe dann Stimmen gehört und dann habe ich von irgendwen so ein leichtes Licht gesehen und dann habe ich gewusst. Ja, wir haben immer wieder mal und hast du mit der Actioncam konntest du nicht filmen ohne Licht. Schwierig, ja. Und dann musst du zwangsläufig das Licht einschalten. Oh. Aber dein Auto ist heile, ja. Da hatte ich auch ein bisschen Angst um. Und ich bin ja jetzt im Arsch. Dirk ist schon voll im Arsch. 1,5 Kilometer jetzt. Fetten Rucksack XXL da, ey. Alter, hast du wieder den ganz großen rausgekriegt. Ja, die Küche und die Stube sind mitgenommen. Also hat er alles mit dabei. Ja, alles am Start. Ja klar, muss man ja. Er hat ja nichts. Er hat ja nichts. Hab ich ihn kochen müssen, hab ich ihn Kaffee machen müssen. Genau. Ihr habt mich gefühlt, wie wenn ihr mit dem Daniel unterwegs wärt. Ja. Hallo, jetzt fängst du an, das ist überhaupt nicht wahr. Nee, alles gut. So, der Stefan hält mir jetzt das Licht, weil ich habe mittlerweile keinen Plan, was meine Kamera alles kann, ob die es noch aufnimmt, ob sie mich überhaupt sieht. Kann ich da nicht mal reinschauen, siehst du mich? Ja, muss ein bisschen bearbeiten. Was bearbeiten? Du musst ein bisschen bearbeiten, die Falten raus und so. Wir sind hier auf dem öffentlichen Parkplatz, hey. Mit Falten ein bisschen Licht. Ja, das ist vielleicht ein bisschen zu stark. Aber ich habe auch Falten, mach nichts. Da ist er, der Übeltäter. Der uns tatsächlich 2 Stunden geprankt hat. Also, wir haben ja schon eher den Verdacht gehabt, dass da unten was ist. Weil wir rennen ja schon seit 8:45. Ich kann ja schon bald gar nicht mehr, weil wir jetzt 3 Stunden an dem Balkon umgestutzt haben. Wir haben immer noch diese Haltung, ne? Genau, wir sind immer noch hier so. Und dann war das mit dem Wolf war ja wirklich echt. Also ich habe dann gegoogelt, hier läuft ja wirklich ein Wolf rum. Ja. Nein, es war kein Wolf, es war der Daniel mit YouTube-Video und Bluetooth-Box. Na ja, gut. Auf jeden Fall haben wir jetzt Abbruch gemacht. Wir sind jetzt hier am Auto vom Stefan und von mir und trinken jetzt hier mit dem Daniel noch gemütlichen Kaffee. Und an der Stelle beenden wir das Video. Schaut beim Daniel vorbei, schaut beim Stefan vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir das zeigen. Wie immer, Daumen nach oben, Kanal abonnieren, wer es noch nicht gemacht hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao, euer Dirk. Here's one for the lonely heart.